Downstairs. Eine Creepypasta für Halloween 2020. 30.10.2020. Ey, yo, hast du alles? Bestätigend nicke ich und werfe die Autotür zu. Du kommst dann morgen nach, ja? Ich will Halloween nicht wieder alleine verbringen müssen. Du bist nicht alleine. Der gute alte Hausgeist ist mit dir. Lacht er und klickt im Hintergrund mit seiner Maus. Ist gut. Dann bis morgen. Ich lege auf, schließe die Autotür und fahre los. Das Halloween-Wochenende verbringen er und ich in diesem alten Ferienhaus seiner Eltern. Ein bisschen Zeit für uns nach den stressigen ersten Schultagen nach den Ferien. Und nach den stressigen Arbeitstagen, die bei ihm scheinbar nie ein Ende finden können. Und natürlich, um uns gemeinsam einen Horrorfilm nach dem anderen anzusehen. Zwar kann ich mich für gewöhnlich nicht mit solchen Filmen anfreunden, aber wenn er dabei ist... Es ist draußen schon etwas dunkler, als ich endlich ankomme. Ich musste noch einkaufen und so kam es mir ganz gelegen, dass direkt in der Nähe ein Supermarkt ist. Voll beladen mit Einkaufstüten und meinem Rucksack kämpfe ich mich durch den Regen bis zur Tür und suche den richtigen Schlüssel raus. Eine kleine, zerzauste Katze schmiegt sich an meine Beine und blickt flehend zu mir auf. Ich lächle müde. Hast du kein Zuhause, Kleines? Wie zur Bestätigung maunt sie auf und tapst zur Tür. Ihr gelber Blick richtet sich dabei unabwendbar auf das Gitter, das zum Keller zu führen scheint. Oder zumindest kann man ihn dadurch erahnen. Was ist denn? Frage ich leise und folge ihrem Blick. Da ist doch nichts. Siehst du Gespenster? Meine ich und schließe endlich die verdammte Tür auf. Na komm, ich hol dir gleich was zum Fressen. Versteht mich nicht falsch. Ich würde niemals einfach so eine fremde Katze mit ins Haus nehmen, wenn es auch nur ein Anzeichen dafür gäbe, dass sie ein Zuhause hat. Aber selbst wenn der Kleine eines haben sollte, so wird er dort weder wegen seiner Zecken behandelt, noch wegen der Würmer und gefüttert schon gar nicht. Gut eine Stunde dauerte es, bis ich von der zweiten Einkaufstour mit Katzenfutter, Katzenmilch, Katzenstreu und Katzenklo inklusive Schaufel im Gepäck wieder zu Hause war. Also in dem Ferienhaus eben. Ich stecke gerade den Schlüssel in die Tür, als mein Blick wieder auf das Kellergitter fällt. Licht scheint dadurch nach draußen. Kein Wunder, dass ich eben nicht bemerkt habe, was der kleine Kater wollte. Es war noch zu hell, als dass ich das Licht hätte sehen können. Tolle Stromverschwendung, murre ich. Aber abends alleine noch in den Keller gehen? Ohne mich. Als schließlich alles erledigt ist, Einkäufe weggeräumt, Katerchen versorgt, Heizung an, das große Doppelbett bezogen und meine zwei kleinen Freunde, bestehend aus einem Panda-Bären und einem Braunbären, mit aufs Bett geschmissen, erledige ich mich endlich meiner durchnässten Kleidung. Auf eine Erkältung im Jahr 2020 kann, glaube ich, jeder ganz gut verzichten. In meinen Schlafanzug gekuschelt beobachte ich den kleinen Kater, wie er aufgeregt durch das Zimmer läuft. Er schnuppert mal hier, mal da. Macht ins Katzenklo, versteckt sich hinter der Gardine, springt auf mein Bett. Lächelnd rolle ich mich ein wenig um ihn herum und schließe meine Augen. Mein Handy spielt ein Video ab, in dem Vic auf ein Video von Just Nero reagiert. Am nächsten Tag will mein bester Freund kommen. Dann nur noch ein paar Stunden und wir können den Abend zusammen genießen. 31.10.2020. Erschrocken fahre ich aus dem Schlaf und blicke um mich. War da nicht was? Lautes Kratzen, ein Scharren, ein Glas, das umfällt. Bemüht leise schalte ich die Taschenlampe vom Handy an und leuchte in Richtung der Tür. Unschuldige Katzenaugen starren mich an. Ich seufze erleichtert auf und krabbel aus dem Bett. Oh Gott, musst du mich so erschrecken? Frage ich leise und streiche ihn behutsam über das schwarze Fell. Er kratzt wieder am Boden und dreht sich einmal im Kreis. Nicht hierhin machen. Ich nehme ihn hoch und setze ihn im Katzenklo wieder ab. Die Heizung, die fast unmittelbar dahinter steht, gluckert herber vor sich hin. Es klingt ein wenig so, als würde man einen der uralten Lichtschalter im Flur betätigen. In Anbetracht der Tatsache, dass man das Licht dann aber durch die milchig gläserne Tür sehen würde, fällt die Möglichkeit weg. Nichtsdestotrotz, ohne die Tastaturanschläge wähle ich seine Nummer. Es piept. Es piept. Es piept. Es, hey, scheinbar bin ich nicht zu erreichen oder habe keine Lust mit dir zu telefonieren. Hinterlass eine Nachricht, versuch's nochmal oder lass es bleiben. Ergeben seufze ich in meinen Schal. Dann eben über WhatsApp. Lizzie Shan, 0:17.
Hey, bist du wach? Klar bist du. Wie läuft der Livestream? Lizzie Chan, 0:20 Uhr. Du benutzt keine Facecam, I know. Also könntest du bitte kurz online kommen? Ist wichtig. Ich fühle mich alleine mit dem Kater, erkläre ich morgen, in diesem Haus echt nicht wohl. Die Heizung macht super unheimliche Geräusche. Außerdem ist das Katerchen nervös. Ich seufze ein weiteres Mal. Willst du raus? Ich habe ihn schon auf dem Arm, als ein lautes Grollen, dicht gefolgt von einem Knall, mich zusammenfahren lässt. Und mit dicht gefolgt meine ich direkt aufeinanderfolgend. Also nein, ich habe in Physik aufgepasst. Das lassen wir besser sein, nicht? Wie zur Bestätigung schmiegt er sein kleines Köpfchen an mein und schnurrt leise. Na komm, lass uns wieder schlafen gehen, beschließe ich. Wieder im Bett rollen wir uns beide unter der Bettdecke zusammen. Ein Hörspiel für Kinder tönt leise aus meinem Handy. Ein leichtes Lächeln schleicht sich auf mein Gesicht. Nur nach ein paar Stunden. Und wenn ich schlafe, gehen die wie im Nu vorbei. Laut schnaubend greife ich nach dem Handy und schalte den Wecker aus. Keine 5 Minuten später ertönt der nächste. Pack mich erst wieder auf. Ja, bitte. Brumme ich und stoppe auch den Wecker, bevor das Lied weiterlaufen kann. Eine kleine Schnauze tippt gegen mein Gesicht. Ach, wenn du Würmer hast, soll ich auch gleich welche kriegen? Schmunzel ich mit meiner noch etwas raueren Morgenstimme. Nun gut, ich gebe zu, dass wir es bereits fast 17 Uhr haben. Nachdem ich mich umgezogen und den Kater versorgt habe, hört man von draußen ein Auto auf die Auffahrt rollen. Breit lächelnd schließe ich die Haustür auf und renne der Person, die gerade aussteigt, entgegen. Max! Rufe ich lachend. Hey, Kleines, erwidert er leise. Lächelnd blicke ich auf und verliere mich in seinen Augen. Sie strahlen mich mit der gleichen Geborgenheit an, wie sie es vermutlich schon seit dem ersten Tag unserer Freundschaft tun. Ich habe deine Nachricht bekommen. War der alte Karl wieder da? Karl, der bisher letzte Mieter, war Max' Aussage nach immer ein wenig verschroben. Er kam oft her, aber blieb da meistens den Großteil seines Urlaubs im Haus. Max bezeichnet ihn gerne als Geist dieses Hauses. Haha, brumme ich. Witzig. Was ist das eigentlich mit der Katze? Nebeneinander herlaufen wir ins Haus, wo besagtes Tier bereits auf uns zu warten scheint. Er war gestern vor der Tür und sieht nicht so aus, als hätte er ein Zuhause. Also bin ich nochmal losgefahren und habe alles Nötige für ihn geholt, gestehe ich. Er beugt sich zu der Katze herunter und streicht ihr über das Fell. Hat er einen Namen? Also, behalten wir ihn? Frage ich grinsend. Wenn sich niemand auf Vermisstenanzeigen meldet, klar. Und was heißt hier bitte wir? Er lacht leise auf. Wir wohnen noch nicht zusammen. Ey, komm, meine ich siegessicher. Das ist nur eine Frage der Zeit. Bezahlen könnten wir es jedenfalls, in eine Wohnung zu ziehen. Good point, murmelt er. Aber jetzt komm, sonst ist Halloween vorbei, bevor wir überhaupt nur einen Film gestartet haben. Gerade läuft Open House, als mir das mit dem Kellerlicht wieder einfällt. Du, sag mal, fange ich vorsichtig an. Wenn es dunkel ist, sieht man, dass im Keller noch Licht brennt. Das ist mir gestern aufgefallen, aber alleine wollte ich da jetzt auch nicht runtergehen. Und mit mir würdest du? Ein warmes Gefühl steigt in mir auf, als er das sagt. Mit dir würde ich alles. Nun ist es an ihm, rot zu werden. Unbeholfen starre ich in seine Augen und beuge mich ein wenig vor. Er erwidert diese Geste und will schon eine Hand an meine Wange legen, als uns ein eindringliches Mauzen innehalten lässt. Beschämt wende ich meinen Blick ab und stehe auf. Schweigend gehen wir zur Kellertreppe und sind schon einige Stufen heruntergegangen, aber ausgerechnet dann muss oben wieder etwas umgestoßen werden. Der Kleine kommt ins Tierheim, wenn er das Glas kaputt gemacht hat, seufzt Max. Ich komme gleich nach. Ist das okay? Bereitwillig nicke ich. Solange ich weiß, dass er in der Nähe ist, geht das klar. Langsam gehe ich weiter nach unten. Tatsächlich brennt eine der Leuchtstoffröhren in der Nähe des Gitters, das man von außen sehen kann. Ich lasse meinen Blick schweifen.
Den Gang entlang sieht man lauter eiserne Türen, die von Rostflecken übersät sind. Und am Ende des Ganges führt eine offene Tür zu einer Mauer. Eine Mauer, die aussieht, als würde sie zur Außenfassade des Hauses gehören. Als würde sie nach draußen führen. Mit angehaltenem Atem gehe ich rückwärts zur Treppe. Max? Frage ich leise. Meine Stimme ist hoch, ängstlich, irgendwie tonlos und erstickt. Max! Schreie ich nun vielmehr und beschleunige meine Schritte. Gleichzeitig höre ich andere. Hallende, wie auf feuchten Fliesen. Barfuß irgendwie. Max. Tönt es lange gezogen durch die kahlen Wände. Wie als würden die Schritte auf mich zukommen, werden sie lauter. 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 Immer lauter. Und stoppen schließlich. Direkt vor mir. Wieder ertönen Schritte. Sie führen um mich herum. Bleiben hinter mir stehen. Tiefes, röchelndes Atmen dringt an mein Ohr. Weht meine Haare an. Bleibt mit einem fauligen Geruch in meiner Nase hängen. Max, frage ich leise. Flehend, verzweifelt, ängstlich. Mit einem kleinen Funken an Hoffnung. Lautes Poltern lässt Max aufblicken. Liz? Ruft er fragend. Keine Antwort. Eilig macht er sich auf zur Kellertreppe und drückt die Klinke an der ersten Tür nach unten. Nichts. Sie geht nicht auf. Lizzie? Ruft er erneut, nur diesmal lauter. Beunruhigt. Verzweifelt. Hoch und spitz, irgendwie verzerrt und schief, dringt ihr Schrei in seine Ohren. Und plötzlich, mit einem leichten Ruck, springt die Tür auf. Suchend blickt er um sich. Liz, wo bist du? Ein leises Stöhnen erweckt seine Aufmerksamkeit. Er fährt herum und vor ihm liegt seine Freundin. Ihre Augen sind fest zusammengekniffen und mit dem Kopf und Rücken ist sie an die Treppenstufen gelehnt. Ich wusste nichts vor dem Raum. Warum die Tür nach draußen also auf war, keine Ahnung. Ich bin durchgegangen. Man kommt im Garten wieder raus. Ohne mich anzusehen, murmelt sie etwas vor sich hin. Ihre Augen sind starr auf den Kater vor ihr gerichtet. In ihren Händen hält sie einen Becher mit schwarzem Tee, der durch die Milch und den vielen Zucker tödlich für einen Diabetiker wäre. Hey, hör mal, versuche ich, zu ihr vorzudringen. Wenn du möchtest, können wir auch woanders schlafen. Oder die Schlafzimmertür abschließen und uns mit Kühlschrank und Wasserkocher hier verschanzen. Nein, meint sie schließlich, nachdem sie noch eine ganze Weile den Blickkontakt mit dem Kater gehalten hat und nun endlich zu mir aufsieht. Gehen wir schlafen? Ich nicke langsam. Vermutlich wäre es wirklich besser, jetzt einfach schlafen zu gehen. Na dann komm, ich hol die Chips nur noch eben. Als ich wieder in das Zimmer komme, sitzt Liz am Fenster. Ganz langsam tippt sie mit ihrem Zeigefinger gegen die Scheibe. Hey, alles klar? Ohne zu antworten, fährt sie fort. Ein leises Summen dringt aus ihrer Kehle. Lizzie? Wie als hätte man sie geweckt, fährt sie hoch und dreht sich zu mir um. Ja, klar. Gut, gute Nacht dann. Schlaf gut. Sie gähnt leise. Du auch. Vorsichtig ziehe ich sie ein Stück näher an mich heran und kuschel mich an sie. Den Abend habe ich mir, um ehrlich zu sein, ein wenig anders vorgestellt. Erschrocken fahre ich aus dem Schlaf und blicke um mich. War da nicht was? Lautes Kratzen? Ein Scharren? Ein Glas, das umfällt?
Bemüht leise schalte ich die Taschenlampe vom Handy an und leuchte in Richtung der Tür. Lizzie? Frage ich, kaum habe ich bemerkt, dass sie nicht mehr neben mir liegt. Langsam stehe ich auf und schleiche zur Tür. Sie ist nur angelehnt. Liz? Frage ich erneut. Diesmal lauter. Liz. Tönt es langgezogen durch den Hausflur. Hey, wo bist du? Vorsichtig gehe ich in Richtung der Kellertreppe. Das Katerchen tapst neben mir her. Bist du unten? Wie zur Bestätigung höre ich von unten Schritte. Warum in Notchs Namen ist sie nach unten gegangen? Unten angekommen drücke ich die Tür auf. Der Kater sprintet los und verschwindet in einem der Gänge. Ich seufze leise. Wo bist du? Ich mache einen vorsichtigen Schritt nach vorne. Gleichzeitig höre ich andere. Hallende. Wie auf feuchten Fliesen. Irgendwie barfuß. Wie als würden die Schritte auf mich zukommen, wären sie lauter. 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 Immer lauter. Und stoppen schließlich. Direkt vor mir. Wieder ertönen Schritte. Sie führen um mich herum. Bleiben hinter mir stehen. Tiefes, röchelndes Atmen dringt an mein Ohr. Weht meine Haare an. Bleib mit einem fauligen Geruch in meiner Nase hängen. Langsam drehe ich mich um. Ein verzerrtes Stöhnen dringt aus Liz' Kehle, als sie gegen mich stolpert. Hey, was? Erschrocken starre ich auf den tiefroten Fleck, der sich auf ihrem weißen Oberteil immer weiter auszubreiten scheint. Es war... Ich wollte nicht... Ohne ihren Satz zu Ende führen zu können, fällt sie in meine Arme. Etwas zieht an ihr. Versucht, sie von mir wegzuziehen. Lass los! Brülle ich und versuche, sie bei mir zu halten. Verschwind! Mit einem unterdrückten Ächzen lasse ich sie los. Unbeholfen stolper ich rückwärts und gegen die nächste Tür. Ich sinke auf die Knie. Liz! Versuche ich, sie nochmal auf mich aufmerksam zu machen. Und tatsächlich öffnet sie ihre Augen. Sieht mich an. Ein Ruck geht durch ihren Körper. Liz! Und dann war sie weg. Stopp! Bitte! Ich tue alles, aber lass sie in Ruhe! Wieder ertönen Schritte und stoppen direkt vor mir. Verzweifelt blicke ich auf. Wirklich. Alles. »28.10.2021. Genau, und hier ist die Küche mit direktem Anschluss zum Wintergarten.« Lächelnd betrachtet er das junge Paar. Die beiden wechseln einen kurzen Blick, ehe sie nicken. »Dann würden wir das Ferienhaus gerne mieten. Freut mich, dass es so kurzfristig gepasst hat.« Ein leichtes Lächeln schlägt sich auf das Gesicht der blonden Frau. »Wenn das Haus frei ist, freue ich mich doch, noch Gäste zu finden. Dann für das Halloween-Wochenende, richtig?« Er lächelt ebenfalls. Ein Nicken des Paares. »Sollten Sie noch Fragen haben, melden Sie sich ruhig. Meine Nummer haben Sie ja.« Auf dem Weg zur Haustür bleibt die schwarzhaarige Frau stehen. »Wir waren noch gar nicht im Keller, fällt mir gerade auf.« Er hält inne im Gehen. Sein ohnehin schon sehr helles Gesicht wird noch eine Spur blasser. »Heben Sie ihn doch am besten für Halloween auf. Als kleiner Gruselspaß«, meint er mit einem amüsierten Grinsen. Es bröckelt, als die beiden lachend zustimmen. Vor der Haustür überreicht er ihm die Schlüssel und schließt sein Auto auf. »Dann bis zum 31.« »Ja, und vielen Dank nochmal.« Ein verzerrtes,
Irgendwie wahnsinniges Grinsen huscht über sein Gesicht. Ich danke Ihnen. Ich bin zu Hause, ruft Akane eine halbe Stunde später. Er geht vor bis ins Schlafzimmer und lehnt sich an den Türrahmen. Haben Sie es gebucht? Ihre Stimme ist leise und sie sieht ihn nicht an. Ja, den Keller heben Sie sich für den 31. auf. Gut. Danke. Lächelnd geht er zu ihr, kniet sich vor sie und blickt ihr tief in die Augen. Wir schaffen das, Lizzie. Sie erwidert seinen Blick. Wir schaffen das. Sie geben es weiter. Erschöpft lehnen sie sich vor und gegen ihn. Und wir sind endlich frei.